Er hat sie und selbst sie hat schon eins. Fast schon sind sie ein Modetrend. Tattoos. Besonders bei jungen Menschen kommen diese immer beliebter werdenden Körperzeichen gut an. Im Studio Necromantics auf der Altenberger Straße war jetzt der älteste Tätowierer Deutschlands, Herbert Hoffmann, zu Gast. Der heute 83-Jährige gilt als lebende Legende. Uwe Kluge, Inhaber des Geschäfts, nutzt die Gunst der Stunde und lässt sich gleich mal tätowieren. Bereits seit seiner Kindheit im ländlichen Pommern der 20er Jahre war Herbert Hoffmann fasziniert von den tätowierten, meist einfachen Arbeitern. Nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten galt dieser Körperschmuck jedoch als entartet und bolschewistisch. Dadurch konnte sich Herbert Hoffmann erst nach dem Krieg und russischer Gefangenschaft mit seiner Liebe zum Tätowieren beschäftigen. Doch aller Anfang ist schwer. Auch diese Kunst will erst einmal von der Pike auf erlernt sein. Das braucht ihr nicht und Geld ist auch nicht nötig. Ich mache es euch gratis, wenn ihr Lust habt. Und auf diese Weise hatte ich dann die Möglichkeit zu lernen und zu üben. Bereits seit 1951 besticht Herbert Hoffmann seine vielfältige Kundschaft. Traditionell waren es natürlich viele Matrosen und Hafenarbeiter, die sich tätowieren ließen. Palmen, Anker, Kreuz und flammendes Herz. In den Motivtafeln hat der Tätowiermeister hunderte dieser Vorlagen zusammengefasst. Viele seiner Kunden hat er jedoch nicht nur tätowiert, sondern auch fotografiert und ihre Lebensgeschichte aufgezeichnet. In dem Band Bilderbuchmenschen sind 99 dieser lebenden Kunstwerke abgebildet. Sie beweisen, dass es die Gezeichneten schon früher gegeben hat. Ich mochte ja eigentlich immer gern diese einfachen Leute, die meist körperlich hatten schwer arbeiten müssen, bei ganz geringem Lohn und bei sehr niedrigem Lebensstandard und doch zufrieden waren. Und ich habe mir immer gesagt, so willst du auch werden, so genügsam leben wie sie und so arbeitsam und fleißig wie sie, aber auch so tätowiert wie sie. Ein Straßenfeger hat ihm die ersten Handgriffe beigebracht. Und ich habe gleich erkannt, ach, die Fähigkeit hast du auch. Und dann habe ich gleich angefangen, selbst zu tätowieren. Der Heiner hat mir seine paar Utensilien ausgeliehen. Der Straßenfeger war ganz wild darauf, noch mehr Tätowierung zu bekommen. Seine Söhne und Schwiegersöhne, es war eine große Familie, alle wollten tätowiert werden. Und das musste ich nun tun. Und der Straßenfeger Hans, hat er geheißen, dem schwoll vor Stolz die Brust. Nun war er doch auch Oberhaupt einer tätowierten Familie. Innerhalb eines halben Jahrhunderts wuchs das private Fotoarchiv auf mehr als 3000 Fotos an. Der älteste dort erfasste Zeitgenosse ist im Jahre 1878 geboren. So ist ein beeindruckendes Zeitdokument entstanden. Wie primitiv die Leute nach dem Kriege gelebt und gewohnt haben, zum Teil in Nissenhütten, in Baracken, Lagern. Tattoos sind wieder in und inzwischen lassen sich auch Frauen genauso gern wie Männer tätowieren. Nur ganz so auffallen sollten diese Körperzeichen heutzutage nicht mehr sein. Sie fingen gleich an mit den Tätowierungen auf den Händen, wo man es immer gleich sehen konnte. Und dann folgten erst die anderen Körperteile. Heute ist es schon anders geworden. Da wählt man aus. An sichtbaren Stellen ist man vorsichtiger, mit Recht, weil es ja immer noch Leute gibt, die die Tätowierung nicht tolerieren wollen oder können. Und dann von manchen ist man mehr oder weniger abhängig, besonders dann, wenn man noch jung ist und im Beruf, sagen wir mal, etwas erreichen möchte. Und ich habe mir dann vorgenommen, dafür einzutreten und dafür zu sorgen, dass das Tätowieren wieder anerkannt oder zumindest toleriert wird. Und das ist mir dann auch gelungen. Auch wenn Herbert Hoffmann heute nur noch selten tätowiert, wie ein Wanderprediger reist er von einer Stadt zur anderen und lässt in Dia-Vorträgen ein Stück unbekannte Geschichte wieder lebendig werden.